sowas immer nur mir passieren? Was für ein Chaos. Hier sollte mal jemand... Ich schaue jetzt immer. Ich schaue jetzt wirklich. Was ist hier passiert? Wenn so die Schmetterlinge durchs Bild Stimmen fliegen, schaue ich immer in den Chat, ob irgendwer wieder was gepostet hat. Was mache ich jetzt? Sam suchen. Der aber Affe, natürlich. Der weiß, wo Sam ist. Sein. Aber ich sehe nur Grünzeuge und kenne mich auf wirklich, der Insel nicht bestimmt. Aus. Bestimmt. Das ist doch ihr Freund Affe. Der Affenfreund. Oh, Signalrakete. Was war das? Die Signalrakete wurde in der Nähe des Tempels abgeschossen. Von Sam? Oder ist es eine Falle? Egal, ich muss es riskieren. Ich kann Sam nicht einfach im Stich lassen. Okay, gehen wir jetzt einfach oder soll ich mit dem Affen wirklich interagieren? Erstens will ich keine Affen jagen und zweitens fürchte ich, dass er etwas besser klettern kann als ich. Zumindest ein kleines bisschen besser. Na, schauen wir uns mal um, was hier so rumliegt, bevor wir weitergehen. Mhm. Oh, auf einmal erscheinen da 100.000 Schmetterlinge. Aus dem Nichts. Hey, ich bin mir echt teilweise nicht sicher, wie ich die Symbole überhaupt beschwöre und nach welchen Regeln die wieder verschwinden. Aber okay, Baum. Ein Papaya-Baum. Papaya. Eigentlich gar kein Baum, sondern eine Staude. Aber das dürfte derzeit von untergeordneter Bedeutung sein. Ist schon gut, Gannon. Der erschreckt sich immer so, wenn die Marille niest. Ja. Als wenn er Gesundheit sagen würde. Ja, genau. Das ist wie im Paradies. Jetzt haben wir eine Papaya. Yay. Das ist das Obstspiel. Der Obstgenerator. Ja. Die hat vorher schon alles mit Orangen gelöst und wir lösen jetzt unser Problem mit Papaya. Gönnen, ich sehe wirklich nichts mehr. Dankeschön. Hey, irgendwie funktioniert es nicht mehr. So, jetzt. Ein Zaun. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sams kleinem Garten ferngehalten. Den nehmen wir mit. Tatsächlich, komplett, okay. Ich habe einfach mal so einen Zaun eingepackt. Den muss Sam angelegt haben. Der Zaun scheint aber nicht viel gebracht zu haben. Die meisten Blätter sind von Schnecken angefressen oder sogar komplett abgekaut. Dann nehmen wir die Schnecken mit. Ich weiß nicht mal, was davon angepflanzt wurde und was Unkraut ist. Botanik zählt nicht zu meinen Steckenpferden. Eine die Flagge. Die hat wohl bei der Explosion vom Flaggenmast gerissen. Nehmen wir mit. Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Oder man schießt sich aus einer Bambuskanone in einer ausgehöhlten Kokosnuss irgendwie in Sicherheit. Eine Pfauenfeder. Die stammt wohl von einem der Totems, die Sam um das Lager herum aufgebaut hat, um wilde Tiere fernzuhalten. Nehmen wir mit. So gehört sich das für einen Adventure-Helden. Hey, ich finde es wirklich viel besser. Nicht mehr dieses ständige Hin- und Hergelatsche zwischen irgendwelchen Bildschirmen, Cutscenes mit zwei Sätzen und dann kommt wieder ein schwarzer Ladebildschirm, sondern jetzt hat man hier einen schönen Bildschirm, man kann wirklich erkunden, man kann sich ein bisschen Gedanken machen und ist nicht dauernd nur am Hin- und Herwuseln. Ja. Viel besser. Obwohl ich sagen muss, das erste Rätsel schon mit diesem es ist mobilen abstrakt und weird. War ja schon sehr seltsam. Aber es war cool, es war okay. Passt schon. Ich meine, dass man da wieder aus der Obstschale drei Orangen nehmen muss und man kann nur drei Früchte gleichzeitig haben. Das ist wirklich wieder so. Warum wollt ihr eure Spieler unbedingt so sehr ärgern, liebe Spielentwickler? Aber trotzdem, das war schon viel besser als das Schiff vorher. Sam meinte, dass die Augen auf den Pfauenfedern Tiere abschrecken. So nach dem Motto, wenn das Auge schon so groß ist, wie riesig mag dann erst das ganze Tier sein? Naja, wenn's klappt, soll's mir recht sein. Wenn es wirklich stimmt, dass diese Totems wilde Tiere abschrecken, lasse ich sie lieber stehen. Ja, nur dass es am Boden rumliegt, aber okay. Einige Dokumente und Unterlagen von Sam. Ich habe es mir auch schon gedacht, Time Lord. Schön formuliert. Er hat geschrieben, der Baum sieht etwas maskulin aus.
Dokumente, okay. Ein Helm mit Helmlampe. Praktisch, wenn man durch enge Stollen kriechen muss und keine Hand für eine Taschenlampe frei hat. Na dann, nehmen wir mit. Wo ist der Nimm-Alles-Knopf? Das wäre echt praktisch. Eine Tasche steht gleich daneben. Nehmen wir mit. Der Rucksack von Sam. Mal schauen, ob sich darin was Nützliches finden lässt. Merkwürdige Sachen hat Sam in ihrem Rucksack. Sehr merkwürdige Sachen. Nämlich? Wahrscheinlich irgendwelche Klamotten. Jetzt schauen wir mal. Sie hat da Leuchtstäbe, Bier, einen Luftballon, einen Donut. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ich meine, okay, keine Ahnung, ein Luftballon, weiß ich jetzt nicht, für was man den im Dschungel braucht, aber ansonsten sehr merkwürdig. Da hing wohl mal eine Flagge dran, die durch die Explosion abgerissen wurde. Die wir in der Hosentasche haben, nämlich. Der steckt tief und fest in der Erde. Wenn ich mein Zelt nicht verlassen hätte, wäre ich jetzt tot. Wer auch immer Sam entführt hat, schreckt sogar vor Mord nicht zurück. Ich sollte mich vorsehen. Ein paar der Zeltstangen sind noch halbwegs brauchbar. Die nehme ich mal mit. Der Rest wurde durch die Explosion komplett zerstört. Da ist nichts mehr zu retten. Ah, schön langsam verstehe ich vielleicht, was wir machen müssen. Aber jetzt schaue ich mir mal den Rest noch an. Die Fische überwinden das Hindernis einfach, indem sie aus dem Wasser und über die Kaskade springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, die nicht so schlau wären. Die nicht so schlau wären, über eine Kaskade zu springen. Mir fallen auf Anhieb 20 Pokémon-Attacken ein, die sinnvoller sind als die nervige Kaskade, die man aber unbedingt lernen musste, damit man es durchspielen kann. Irgendwann Schlimm. Ist es einfach abgedreht. Ja. Als es nur so 4 oder 5 Fähigkeiten gab, da war es ja noch okay, ja. Aber irgendwann gab es 10. Und das ganze Team war zugemüllt mit diesen blöden TMs, eben. Die man braucht. Und nur und so Surfen viele, und Fliegen waren im Kampf sinnvoll. Genau. Und vor allem, es gab so viele Schlimm. Wasserdinger und ich weiß nicht, ich hatte irgendein Pokémon, das konnte nur Tauchen, TMs. Kaskade, Surfen. Ja. Oh, Das war nicht gut. Das Feuer ist aus, aber die Glut glimmt noch. Die gludernde Lot glimmt noch. Ich sollte das Feuer lieber nicht neu entfachen, denn wenn die Typen, die Sam entführt haben, zurückkommen und ein brennendes Lagerfeuer sehen, werden sie vermutlich nach mir suchen. Die gludernde Lot fliegt über den Bildschirm. So, Teeköstel. Oh, ich kann nicht mehr reden. Nimm den mit. Man weiß ja nie. So, jetzt haben wir schon langsam echt viel Stuff, aber es gibt noch mehr hier. Diskusblüten, das erkenne sogar ich. Die Blütenblätter haben eine wunderschöne tiefrote Färbung. Hibiskusblüten. Eigentlich bin ich ja kein Freund davon, überall Blumen rauszurupfen, aber vielleicht bringen sie mich ja irgendwie weiter. Na, dann nimm mal die. Dass der die als blutrot beschreibt, ist wahrscheinlich ein Hinweis für irgendwas. Ein wahres Wunderwerk der Natur, in Fachkreisen auch Ast genannt. Ich glaube eher, das ist eine Wurzel, du Trottel. Das geht so nicht. Äste kommen nicht aus dem Boden. Panterei, um mal Heraklit zu zitieren. Wir wollen doch schließlich trotz der widrigen Umstände die Bildung nicht völlig außer Acht lassen. Ja. Es ist zu früh, um sich zu ertränken. Und zum Waschen ist es zu spät. Zu spät? Zum Waschen? Ein Stein. So flach wie die Witze von der Dame, an die ich nicht mehr denken will. Na, wenigstens sind sich die Autoren wirklich selber drüber bewusst. Keine Chance. Entweder bin ich körperlich am Ende oder... Ich habe mich gerade für die andere Alternative entschieden. Völlig egal, welche das sein mag. Hä? Das heißt, wir nehmen den Stein nicht mit. Und den Frosch da? Ganz schön groß. Der wiegt bestimmt 200 Gramm. Würde mich nicht überraschen, wenn der mehr als nur Fliegen frisst. Der 200 Gramm Superman.
Riesenfrosch. Bis ich durch das Wasser gestiefelt und bei dem Frosch angekommen bin, ist er schon längst zum nächsten Blatt weitergehüpft, klopft sich auf die Schenkel und lacht mich aus. Und von einem Frosch ausgelacht zu werden, ist definitiv nicht gut für mein Ego. Na dann. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was wir alles in unseren Rucksack gepackt haben, der gar nicht existiert. Also, wir haben eine Hibiskusblüte, eine Kanne, Zeltstangen, Leuchtstäbe, Bier, Luftballon, Donut, Helm, Übersetzung, Planetenliste, was? Faunfeder, Flagge, Bambusrohr, Zaun, Papaya und Foto von Nina. Warum haben wir ein Foto von der Frau, an die wir nicht mehr denken wollen? Nina Kalenko, meine Ex. Irgendwas zwischen dem Paradies auf Erden und der heißesten Hölle. Also angenehm klimatisiertes... Nichts Besonderes, oder wie? Eine reife Papaya, lecker. Lecker. Ich klick mir alles an. Der hat vermutlich mal unerwünschte Besucher von Sam... Ja, das kennen wir schon. Ein langes Bambusrohr. Eine blaue Flagge, die mal am... Ja, das kennen wir. Na gut, keine Ahnung. Ich schau mir mal die Zettel an. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Das... Wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Warum hatten die römische Götter hier? Ja. Aber vielleicht ist es die Übersetzung halt einfach. Ja, vielleicht. So im aber was wollte ich sagen? Das wird wahrscheinlich noch wichtig. Laut Überschrift ist dies die Übersetzung der Inschrift an der Tempeltür. Die hat Sam vermutlich in mühsamer Kleinarbeit angefertigt. Hier steht... Achte die über allem thronende Göttin. Venus. Mit ihrem erleuchteten Wesen und dem ewig offenen Auge überwacht sie ihre Untertanen, den Stummen und den Obdachlosen. Doch deren erbärmlicher Zustand ist selbst verschuldet. Wären sie nicht so sehr auf sich selbst fixiert, so könnten sie den Reichtum zu ihren Füßen erblicken, das Gold der Königin. Okay. Dann werde ich mal den Luftballon mit Bier füllen. Dann werde ich mal die Zeltstangen mit der Papaya kombinieren. Ich dachte, ich meinte das ernst. Ich werde den Zaun mal mit den Zeltstangen stabilisieren. Aha, und jetzt können wir den Frosch fangen. Nö, das ist eher ein verstärkter Zaun, ist das. Ich kann Fische aus dem Fluss sieben damit. Aber wie kriege ich das jetzt weg? Okay. Ach, Quatsch. Oh, gibt es wirklich keine Taste, dass das Menü da unten aufgeht? Ah, oh, ist das nervig. Ah, doch, Minus. Ah, okay. Ich habe den Maschendraht. Maschendrahtzaun. Hä? Wie jetzt? Sag doch. Ich hab den Mann. Nein, Steuerung, du bist aus der Hölle. Aber es funktioniert. So, so. Aha. Clevere Fischchen. Statt sich im Zaun zu verfangen, springen sie einfach drüber. Verhext. Jetzt musst du die Flagge. Und jetzt müssen wir hier, genau, irgendwas an den Ast. Die Flagge. Weißt du, dass du das in deine Vermutung? Das vermute ich. Na, irgendwas, wo die halt reinfallen. Ja, ja. Oh Gott, diese Bewegungssteuerung. Ja, furchtbar. Hau ab. Nein, Faunfeder, bitte lass mich in Ruhe hier. Ich will nur die Fahne auf den Ast hängen. Okay, warum nicht? Hilfe. Einen Versuch ist es wert. Kein Papaya-Auto leider, nee. Schade, schade. Dafür fangen wir jetzt aus irgendeinem Grund Fische. Na, das ging ja schnell. Vielleicht sollte ich mal über eine Karriere als Fischer nachdenken. Gut. Jetzt haben wir eine Fahne voller Fische. Eine Fahne Fische. Geil.
Fisch. Was machen wir jetzt mit dem Fisch? Dem Aufspießen. Affen geben. Im Bier ertränken. In den Luftballon füllen. Räuchern. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was er da eigentlich macht. Ja, ich auch nicht. Warum macht er da ein Zelt und fängt ein Feuerwerk, da ist wahrscheinlich Sam. Ich sollte mal lieber Fische fangen. Und eine Papaya mitnehmen. Man weiß ja nie. Okay. Keine Ahnung. Was ist hier los? Was will das Spiel von uns? Jetzt haben wir Fische gefangen. Affe, willst du eine Papaya? Ich kann die leider nicht an eine Stange befestigen, wie ich eigentlich ursprünglich wollte. Aber ich könnte dich damit bewerfen. Magst du eine Papaya? Hast du dir schon alles angeguckt? Ja. Na schau, der nimmt die Papaya. Oh, jetzt sind wir bestimmt Freunde. Das heißt ja. Okay, jetzt ist der Affe unser Freund. Und jetzt führ uns zu Sam. Der kleine Affe, der immer vorausläuft, wenn Sam zum Tempel geht. Ganz genau. Witziges Tierchen. Und jetzt gehen wir zum Tempeläffchen. Erstens will ich keine Affen jagen. Halt die Klappe. Gut, wir haben dem eine Papaya gegeben. Soll ich jetzt einfach mal zum Tempel gehen? Wie soll ich in diesem dichten Urwald nur den Weg zum Tempel finden? Immer geradeaus. Naja, ich muss es halt versuchen. Was anderes bleibt mir kaum übrig. Wir haben den Affen jetzt gerade bestochen. Der kommt bestimmt mit, schau. Na, schau. Der Tempelaffe hilft uns. Jetzt geh halt hinterher, du Trottel. Prima, dann mal los. Ich finde, wir sollten den Papaya nennen, den Affen. Nicht sehr kreativ, aber ein schöner Name. Mist, das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Hör mal zu, mein Kleiner. Ich bin ein Lama und untrainierter Zweibeiner. Du musst schon ein bisschen langsamer laufen. Wir müssen trainieren. Der Vermieter ging ja noch, aber dann warst du plötzlich weg. Also, beim nächsten Mal bitte auf mich warten, klar? Genau, jetzt machen wir 100 Kniezüge und dann sind wir fit genug. Oder wir geben dem Affen einen Donut, damit er schwerfälliger und langsamer wird. Oder... Guck mal den Donut an. Ach so. Ein in Klarsichtfolie gewickelter Donut. Ich mach die Folie mal ab. Den Donut. Und jetzt geben wir ihm den Donut. Hey, wie wär's mit deinem Donut? Füttern wir den jetzt echt so lange, bis er fett ist? Nee. Na gut, dann eben nicht. Das wär eine witzige Lösung für dieses Rätsel. Ja, man gibt dem Affen so viel zu essen, bis er so vollgefressen ist, dass er sich nur noch ganz langsam zum Tempel schleppen kann. Oder wir müssen aus irgendwelchen eine Leine bauen. Pflanzen und dem Bier irgendwelche Halluzinogene machen. Ich gebe Tieren aus Prinzip keinen Alkohol. Erstens ist das kein Stück witzig, sondern Tierquälerei. Nicht für und die Tiere. Und zweitens bleibt dann mehr für mich. Also, wenn ich dieser einen Doku damals glauben soll, dann essen Elefanten absichtlich gerne vergorene Früchte, damit sie betrunken werden. Das ist kein Scherz. Das ist und Delfine lecken an irgendwelchen... Ja, Delfine nehmen ja wirklich Drogen, genau, stimmt. Lecken an irgendwelchen giftigen Seedingsen. Fischen. Ja, genau. Insofern... Manchmal ist es besser. Aber das ist natürlich eine pädagogisch wertvolle Nachricht hat er hier. Jetzt gemacht? Ich habe die Blume in den Kessel getan und dann versehentlich den Text weggeklickt. Tja, da trage ich nun also eine Kanne voller Blüten durch die Gegend. Das Leben spielt einem manchmal wirklich seltsame Streiche. Mach mal Wasser rein. Ja, machen wir mal Wasser. Ich weiß nicht genau, wohin das führen soll, aber von mir zu aus. Tee. Ja, aber warum? Aber gut. Es ist zu halt die Klappe. So. Tee, Kessel ins Wasser. Gute Idee. So bleiben die Blüten etwas länger frisch. Okay. Gut, und jetzt können wir die Teekanne überm Feuer heiß machen. Okay, wir machen das wirklich. Ein paar Minuten Geduld. Dumm-di-dumm. Jetzt habe ich Hibiskus-Tee. Prima. Nur, was soll ich damit? Ja,
Das frage ich mich auch. Aber du hast doch Fische gefangen. Warum? Wir haben jetzt Fische und Hibiskus-Tee. Also ein Picknick wird schon mal ein ziemlich gutes. Farbe. Völlig ungenießbar. Ach was. Was wohl daraus wird, wenn ich noch länger warte? Wirklich? Schwarze Farbe. Keine Zeit. Ich steck das Zeug mal ein. Na gut, okay. Ich steck mir mal die rote Farbe aus dem Kessel aus in dem die heißen, Tasche. Der kochende rote Farbe stecke ich mir in meine Tasche, genau. Gut, jetzt haben wir heiße, rote, kochende Farbe. Kanne mit roter Pampe. Jetzt habe ich rote Folie, aber keine Klarsicht mehr. Gut. Keine Ahnung. Warum geht denn das Menü manchmal irgendwie von alleine ja, zu? Ja, keine Ahnung. Die Leuchtstäbe. Scheiße ist. Du kannst dir bestimmt noch mal eine Papaya Bier. Holen, oder? Man kann sich doch bestimmt unendlich Obst holen hier im Dschungel. Brauche ich noch eine Papaya? Weiß ich nicht. Ich versuche gerade alles mit Rot zu kombinieren. Wenn ich das über die Helmlampe legen würde, hätte ich farbiges Licht. Aber was bringt mir das hier? Das weiß ich nicht. Okay, eine Möglichkeit haben wir noch. Die Fotos und die Zettel lasse ich mal. Die werden hoffentlich nicht. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir noch eine Papaya kriegen. Bam! Einfach nur gegen Baum treten. Papaya. Das ist irgendwie ist das Paradies. Das Obstspiel. Ja, das ist das Obstkapitel. Das erste war das schwarze Bildschirmkapitel, das ist Obstkapitel. Vielleicht kannst du die Papaya in das rote und dann Ding ein. Haben wir eine rote Papaya. Nee. Nun ist die Papaya rot. Aha, ich habe die Papaya jetzt auch rot gefärbt. Soll ich mal den Fisch auch rot färben? Soll ich mal alles rot färben? Den Luftballon? Nee. Was machen wir mit dem Luftballon? Können wir den aufpusten? Ein grüner Luftballon mit Waldmeistergeschmack aus Sams Rucksack. Ich will gar nicht wissen, warum sie sowas mit auf eine archäologische Expedition nimmt. Wer weiß. Ich habe noch nie verstanden, was die Leute an Bier so toll finden. Muss erblich sein. Bei uns zu Hause hat man das Zeug nur dazu benutzt, die Schnecken aus dem Blumenbeet zu fangen. Aha, sagt es doch gleich. Ah, Menü, du bist echt irgendwie ein bisschen doof. Gut. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Bier fängt man Schnecken. Ob das wirklich funktioniert? Gärtnerweisheiten sind immer noch meine Lieblingsweisheiten. Mit Essig fliegen. Die Dose ist offen. Ich lass sie da stehen, sonst kipp ich mir das Zeug wieder über die Hose und stink die nächsten 3 Tage nach Kneipe. Ja, und jetzt? Krieg ich jetzt keine Schnecke. Noch keine Schnecke in Sicht. Vielleicht mögen sie kein Leitbier. Ich hätte dafür vollstes Verständnis. Naja, okay. Aber immerhin haben wir jetzt Bier auf den Boden gestellt. Das ist ja schon mal was wert. Und wir haben eine rote Papaya. In unserem Inventar. Warum? Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir machen dann jetzt Schluss. Ein langes Bambusrohr. Ne, 5 Minuten haben wir noch. Dann machen wir noch. Was sagt denn der Guide? Gib mir noch einen Tipp. Noch schnell, bevor wir Schluss machen. Okay, dann benutz mal die Papaya. Die rote Papaya? Ja. Auf das Bier? Nee, aber woanders. Soll ich jetzt die rote Papaya dem Affen geben? Gib dem Affen Zucker. Die Farbe ist noch feucht und ich habe jetzt rote Hände. Nicht, dass das giftig ist. Na, Appetit auf leckere Papaya? Und jetzt hinterlässt so, er Freund, rote Spuren, wenn er durch den Wald läuft. Ist das doof. Ja, das ist bescheuert. Na, dann gehen wir noch schnell in den nächsten Bildschirm.
Jetzt ist mir egal, wie schnell du läufst. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden, damit ich deine roten Spuren verfolgen kann. Jo, Mr. Scarline, gute Nacht schon mal. Gute Nacht. Ach so. So, hier haben sie sogar animiert, die roten Spuren. Tatsächlich. Der hat aber, hat der die Papa mit allen vier Beinen und Händen gegessen anscheinend. Du, Flor! Gerade reden wir noch vom Pokémon. Die Spuren des Äffchens gehen aber noch weiter am Tempel entlang. Ich folge ihnen mal. Dufla, setz Kaskade ein. Dufla kann Kaskade nicht. Nee. Ziemlich sicher nicht. Nee. Außerdem ist Kaskade gegen Guflor nicht effektiv. Mhm. Macht alles keinen Sinn. Guflor ist Pflanze, oder? Mhm. Da ist sie. Ich glaube, Pflanze Gift neuerdings dann. Sie wird in einem Käfig oder gefangen schon immer? Gehalten und die Waffe ist schwer bewaffnet. Von hier aus stehen die Chancen schlecht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, an sie ranzukommen. Aber das wäre jetzt eigentlich Max, ein guter Moment. Er lebt. Er hat mich gefunden. Jetzt stehen meine Chancen wieder deutlich besser, lebendig aus diesem Käfig rauszukommen. Ich sollte mich aber lieber ruhig verhalten, damit die Wache keinen Verdacht schöpft. Solange außer mir keiner weiß, dass Max hier um den Tempel rumschleicht, stehen unsere Chancen für einen Überraschungsangriff gar nicht mal so schlecht. Ich kann nur hoffen, dass Max schon einen Plan hat. Einen guten Plan. Wenn ich doch nur einen Plan hätte. Das ist wirklich ein bisschen lustig. Okay. Und wie speichert man jetzt? Du musst ins... Da, genau. Ich schätze schon, dass ich den neuen Spielstand, der noch nicht existiert hat, überschreiben will. Na schön. Ende Pupende Gelände. Das war's. Oh Gott, das der Anfang war wirklich genau. Die Hölle. Ich wollte gerade sagen, ich finde, wir haben einen ziemlich steinigen Bootsanfang hinter uns gebracht, der echt seine Längen hatte. Verdammt, holy potato, war das teilweise nervig. Aber jetzt, seit wir die beiden übernommen haben, ist es irgendwie ganz angenehm, oder? Ich finde, das ist jetzt ein ganz nettes Adventure mit coolen Rätseln und so. Ich finde auch, ohne nervige Passagen. Sogar ein paar nette Dialoge. Finde ich gut. Flip Marin, danke fürs Folgen. Naja, machen wir Schluss für heute. Mal schauen, wann wir weiterspielen mit dem Spiel. Ja, vielleicht schon Dienstag, vielleicht auch nicht. Ich meine, mit dem Spiel, wenn ich mit Merlin gemeinsam spiele, kann es auch mal sein, dass wir vielleicht komplett außertourlich streamen und es relativ kurzfristig ankündigen, weil dann müssen wir uns halt nach Merlin richten. Und mal schauen. Genau. Na gut, Leute. Dann einen schönen Abend. Gute Nacht. Danke für Spenden und Bits und alles und fürs Dabeisein natürlich. Und bis bald. Bis dann. Ciao. Gute Nacht. Ciao.